Day one. Sollte es deiner Meinung nach definitiv sichtbar sein oder nicht? Kopf ist, kann man wieder zu schlecht erkennen, glaube ich. Oder Josh, könntest du dich einfach mal ein bisschen bewegen? Nee. Falls die Nacht, wenn die anhalten, dann kannst du nicht mehr. All you need is attention. Do you feel relations? Ich hab vorhin an 6 und 1. Und jetzt? Ja, ja. Ich würde schon immer mal ein Ei im Gesicht haben. Ich würde schon immer mal ein Ei im Gesicht haben. Warte, Moment. Das geht mir schon. Ja. Ja, ja, du bist echt so für Kaffee. Es muss schnell gewesen. Hi. Barry. Du bist? Ja. Und zwar. Ah, cool. Du sitzt und so weiter, die beiden sitzen vorne in der Ecke. Genau, du musst es einfach machen. Hallo. Hallo. Wir freuen uns auf Brötchen. Das ist, also... Ich glaube, das ist besser. Und dann die Karte noch tiefer. Es geht jetzt gleich richtig los, die emotional krassesten Szenen. Sarah und Barry sind gut vorbereitet, krasse Effekte und ich nehme euch mal mit rein. Barry kommt dann mit der rechten Schulter ins Bild. Wir sehen, Barry steht jetzt vor Sarah. Okay, das sollte jetzt bald raus sein. Genau, das ist jetzt die zweite Kamera. Genau. Hier haben wir dann nicht das Problem. Okay, wir sehen die reingehen und wie weit drinnen folgen wir sozusagen. Hier Sarah im Mittelpunkt steht. Ja. Alle gackern, die Leute gibt es. Du wirfst einfach am Bier. Das ist jahrelang masturbiert, hat sich gelohnt. Wie anspruchsvoll ist deine Aufgabe? Das ist ein schwieriger Raum, kontinuierlich. Das ist ein 1-Euro-Job. Ja, man muss halt fokussieren, wie man nennt, des Raumes nutzt, um das perfekte Licht, okay, ne, Vermögen da hineinzulegen. Ja, das ist, Meine Damen und Herren, diese anspruchsvolle Aufgabe, ausgeführt von Dominic Mignot. Hören Sie sich diese filigranen Handbewegungen an. 3 Jahre lang studiert für diesen Job. Alles klar, wir gehen auf Anfang. Wir haben gerade die Partyszene abgedreht. Haben jetzt 2 Tage hinter uns,
Und Schauspieler und Statisten haben einen extrem geilen Job abgeliefert. Also wir freuen uns und mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Tschüss.